Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde der Programmierung von iPad, iPhone und Co. Ja, in diesem Video wollen wir uns dann beschäftigen mit Xcode, wie das Tool so im Groben funktioniert, dass ihr einen schönen Überblick habt und endlich einsteigen könnt in die iPhone-App-Entwicklung. Ja, hier haben wir jetzt Xcode 9 in der Beta 3. Und der Kurs, hatten wir ja gesagt, wird vervollständigt bis September dann, bis Xcode Release da ist in der Version 9. Aber das wird sich so viel gar nicht unterscheiden von dem, was wir hier haben, denn Apple ist da schon auf einem sehr, sehr guten Weg. Ja, zu Xcode selber gibt es ein paar Einstellungen, die ihr machen könnt. Und zwar hier oben in den Preferences. Da ist zunächst einmal interessant das Account-Tab. Und hier gebt ihr bitte einfach ein eure Apple-ID. Ihr müsst nicht zwingend Mitglied eines dieser Apple-Entwickler-Programme sein, also für die was 99 Euro pro Jahr. Es reicht eine jede Apple-ID, dann kann man schon die Apps ausprobieren und sogar auf dem eigenen Geräten installieren. Na, das ist ja schon mal was. Ihr werdet lachen und sagen, das ist doch selbstverständlich. Dafür habe ich mir doch so ein iPhone für viele hundert Euro auch gekauft. Ja, es ist allerdings erst seit 2 Jahren so verständlich, denn vorher wollte Apple wirklich Geld sehen, bevor man eine App dann auf seine eigenen Geräte spielen konnte. Nun ja, die Zeiten sind vorbei, also alles wird besser und wir hatten was in der Einleitung gesagt, jetzt ist ja für euch eh der beste Zeitpunkt, in die App-Entwicklung einzusteigen. Also hier die App-ID eingeben, einfach hier unten auf Plus und dann App-ID und dann tippt ihr hier eben eure Apple-ID ein. Was ist hier noch wichtig bei den Preferences? Zunächst einmal vielleicht Fonts and Colors. Ich selber arbeite hier für euch in dieser Schulung auf dem Presentation Theme, auf diesem Thema mit dem großen weißen Hintergrund und den dicken fetten Schriften. Was? Ein großer Hintergrund? Naja, sagen wir mal der weiße Hintergrund mit den großen Schriften. So soll es sein, dass ihr bequem am Bildschirm schauen könnt, was sich da an Source Code bewegt. Also Fonts and Colors, da wählt ihr aus, was ihr möchtet. Ja, wer es denn mag, auch gerne dunkel. Na, so kennt man das ja schon vor 30 Jahren, nicht? Turbo Pascal, Turbo C von Borland. Naja, ist vielleicht schon ein paar Takte her, aber manch ein Entwickler mag ja immer noch den dunklen Hintergrund. Bei mir ist das übrigens irgendwie so, ja, tagesformabhängig. Ich mag es dann auch schon mal dunkel, aber hier glaube ich, für den Einsatzzweck der Schulung lassen wir es auf hell. Ja, was hatten wir? Accounts hatten wir, Fonts and Colors hatten wir. Ach so, was da viele nicht wissen, wie man dann hier sich eigene Fonts einstellt. Ganz einfach, ihr klickt irgendeinen an und dann drücke ich Command A, dass alle markiert werden. Und dann kann man hier unten sich seinen Font aussuchen. Was hatten wir jetzt hier? Mono regulär. Wir können auch auf Menlo gehen. Ja, und 24 Punkt oder 18 Punkt. Also ganz so, wie ihr das möchtet, könnt ihr euch das hier einstellen. So, interessant hierbei ist auch noch die Konsole, denn auch für die Konsole kann man einzelne Fonts wählen für die verschiedenen Debugger oder Executable Console In- und Outputs. Klingt furchtbar kompliziert, keine Sorge, schauen wir uns später auch in Ruhe alles an, was es mit dieser Konsolausgabe auf sich hat. Nur, dass ihr mal gesehen habt, aha, da lässt sich auch für die Konsole ein Font einstellen und sogar eine Vor- und Hintergrundfarbe. Was dann noch interessant wäre im Text-Editing, ich empfehle euch das, das ist aber kein Muss, dass ihr euch die Zeilennummern im Editor mit angeben lässt und angeben lasst, wollte ich sagen, und dann hier in der Indentation, wie also jetzt ein- und ausgerückt wird, ja, das ist ja fast schon wieder so ein Glaubensthema, macht man da Spaces oder Tabs?
Leute die Erfahrung, wenn ihr in großen Teams arbeitet und mehrere Entwickler an einem Projekt dran sind und dann eben Source Code Verwaltungstools mit involviert sind oder sogenannte Merge Tools, dann hat man mit Spaces unter Umständen weniger Probleme. Letztendlich heißt das nur, dass der Editor eben, wenn man hier eine Tabulator-Taste drückt, in der Regel dann eben 4 Spaces macht zum Einrücken. Ja, weil Struktur ist alles, wie sage ich immer so schön, das Auge programmiert ja mit. Also auch hier braucht man nicht über Bord gehen. Macht ihr Spaces oder Tabs, wenn ihr alleine seid, ist das eh wurscht. Im Team haben sich halt Spaces bewahrheitet. Ja, Leute, und das ist tatsächlich auch schon alles, was man an Einstellungen unter Umständen vornehmen muss. Hier Accounts, dann Fonts und Colors, wie man mag, und auch beim Textediting ist man relativ frei. Ja, das wären jetzt schon mal die groben Einstellungen gewesen zu Xcode, und im nächsten Video kümmern wir uns dann mal darum, wie denn nun Xcode aussieht, wenn wir in einem Projekt unterwegs sind.